Unweit der ehemaligen Freien Reichs- und Hansestadt Mühlhausen in Thüringen liegt der kleine, ruhige Ort Seebach. Das Besondere an diesem Ort ist die älteste Vogelschutzwarte Deutschlands, zu deren Besuch ich Sie ganz herzlich einladen möchte. Seebach liegt etwa 1 Kilometer abseits der B247 von Mühlhausen nach Langensalza und ist von da aus sehr gut ausgeschildert. Auch in Seebach selbst ist die Wasserburg mit der Vogelschutzwarte nicht schwer zu finden. Nee, am Dienstag. Da ist der Schwarzstorch gestartet und ich habe überhaupt nicht interessiert. Der ist dieses Stück, den über die 40. Wir haben nochmal den Kopf eingesetzt, aber da habe ich noch keine Info, ob das was geworden ist. Und da, wo das Schrägedach ist, da oben drüber das Fenster ist meine um die Ecke auch. Die beeindruckende Burg mit Wassergraben und Brücke wurde im Jahre 1200 erbaut. Im Jahre 1523 wurde Hans von Berlipsch, der ehemalige Burghauptmann der Wartburg bei Eisenach, neuer Besitzer. 1857 wird Hans Freiherr von Berlipsch, der spätere Vogelbaron, auf der Burg geboren. Er ließ im Jahre 1885-86 den Park anlegen. 1908 erfolgt die staatliche Anerkennung als Versuchs- und Musterstation. Damit gab es zum ersten Mal in Deutschland und in der ganzen Welt eine Einrichtung, die sich dem Schutz der Vögel und deren Erforschung verschrieben hatte. Zwischen 1911 und 1914 ließ Hans Freiherr von Berlipsch die Burg noch einmal nach seinen Vorgaben umbauen. 1936 wird die Wasserburg Seebach zur staatlichen Vogelschutzwarte. Zwischen 1945 und 1989 war hier ein Versuchslabor für Pestizide. Der Zugang für Privatpersonen war stark eingeschränkt. Seit 1991 hat die staatliche Vogelschutzwarte des Freistaates Thüringen in der Wasserburg Seebach wieder ihren Sitz. Nach diesem kleinen Ausflug in die Geschichte der Burg wenden wir uns dem Außengelände und dem Park zu. Hallo Coco. Hallo. In 2 Außenfoyeren des Artenschutzzentrums haben der Molukkenkakadu Samson und die Blaustirn-Amazone Coco ihr Zuhause gefunden. Das Artenschutzzentrum dient zur kurzzeitigen Unterbringung von beschlagnahmten Tieren. Meist handelt es sich um exotische Vögel, aber auch Schlangen und Kriechtiere sind hier zu finden. Der Zugang zum Inneren des Artenschutzzentrums ist Besuchern nicht gestattet. Ja. Der Coco. Coco und Samson sind die absoluten Lieblinge der Besucher, vor allem der Kinder. Während Coco für eine Erdnuss auch gerne mal plaudert, lässt sich Samson lieber den Bauch streicheln. Trotzdem heißt es Vorsicht mit den Fingern, denn beide Tiere haben einen sehr scharfen Schnabel. Ein Besuch bei den Uhus steht als nächstes auf dem Programm. Der Uhu ist die größte in Europa lebende Eulenart. Hier kann man die sonst in der Dämmerung aktiven Tiere einmal ausgiebig bei Tageslicht beobachten. Die meisten Vögel jedoch sind in der Vogelschutzwarte keine Dauergäste oder Pfleglinge, wie sie hier genannt werden. Meist verletzt oder krank werden sie nach erfolgter Genesung wieder in die freie Wildbahn entlassen. Dauerhaft in Pflege genommen werden nur diejenigen Tiere, die in freier Wildbahn keine Überlebenschance mehr haben. So kann es sein, dass zum Beispiel in der Waldvogelfoliere heute ein Waldkauz zu bewundern ist und nächste Woche eine Schleiereule. Komm mit weißen Vögeln an. Das war eine Elster. Und der Schwarz auch sicher. Die häufigste Ursache für einen Daueraufenthalt in der Vogelschutzwarte ist bei den Greifvögeln ein gebrochener Flügel. Sie können nicht mehr richtig fliegen und jagen,
und würden ohne die Hilfe der Menschen verhungern. Deutlich zu sehen ist das bei Mäusebussard Christa. Ihr linker Flügel war gebrochen und taugt nun nicht mehr für das Fliegen. Diese durch Bretter geschützte Foyere ist das Auswilderungsgehege. Hier haben die Vögel, außer zum Pfleger, keinen Kontakt zu den Menschen. Besonders für Kinder ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn eines dieser Tiere in ihrer Anwesenheit in die Freiheit entlassen wird. Die Palette der Pfleglinge in der Vogelschutzwarte in Seebach reicht bei den Greifvögeln vom Turmfalken über den Mäusebussard bis hin zum roten und schwarzen Milan, bei den Waldvögeln vom Uhu über den Waldkauz bis zur Schleiereule und von den Kolkraben über die Elstern bis hin zur Dohle. Das ist der Kolkrabe Yogi. Die Namensgleichheit mit unserem Bundestrainer ist dabei rein zufällig. Den Aufenthalt der meisten Rabenvögel in der Vogelschutzwarte haben diese dem Menschen zu verdanken. Der Grund ist das unvernünftige Zufüttern der Tiere in den Städten. Durch diese Nähe zu den Menschen ist eine Auswilderung später nicht mehr möglich. Du arbeitest hier? Ja. Völlig freiwillig und ohne Zwang lebt hingegen dieser Schwarzstorch in der Vogelschutzwarte. Jederzeit könnte er sich eine Partnerin suchen und davonfliegen. Er tut es aber nicht. Wahrscheinlich ist es auch für ihn am einfachsten, sich sein Futter von den Pflegern zu holen. Begeben wir uns nun in das Innere der Burg. Neben dem Flair, das alten Gemäuern und Burgen von jeher anhaftet, erwarten uns hier einige Ausstellungen. Dies wären die neue Ausstellung, in der die Vögel in ihrer natürlichen Umgebung gezeigt werden, die Eierausstellung, in der Vogeleier aus der ganzen Welt zu sehen sind, hoch oben in der Burg unter dem Dach das Berlepschzimmer und die alte Ausstellung, in der Exponate zur Vogelbeobachtung, zum Vogelschutz und zur gesamten Ornithologie der Vogelkunde gezeigt werden. Und nicht zuletzt im Keller der Burg die Eulenausstellung. Weitere Eulen ist einer unserer häufigsten Eulen und vor allem offenes Gelände.
Pflanzen, sowie weiteren. Die Waldeule nutzt bevorzugt verlassene Nester von Greifvögeln, Krähen als Nistplatz. Im Winter hingegen kann man Waldeule oft in kleinen Gruppen, sogar innerhalb von Städten, auf Schlafbäumen beobachten. Zusammenlebende Fichten, Hand- und Buchenwälder. Raufußkauz ist als ausgesprochener Höhlenbiet auf Altholzbeständen mit Schwarzspechthöhlen angewiesen. Nach dem Betreten der Burg durch den Haupteingang gelangt man zuerst in die große Halle mit der Galerie und dem Kamin. Diese ist funktionstüchtig und wird vor allem in den Wintermonaten und zur Weihnachtszeit oft genutzt. Im Sims ist das Familienwappen derer von Berlipsch zu sehen. Über eine breite Holztreppe gelangt man von der Kaminhalle zur Galerie und den Arbeitsräumen der Mitarbeiter. Richtig schön wird die Kaminhalle jedoch alljährlich zur Weihnachtszeit. Ein bis an die Decke reichender Weihnachtsbaum schmückt die Halle und der Kamin spendet mollige Wärme. Von der Kaminhalle aus gelangt man in den blauen und in den grünen Salon, in die Eierausstellung und in die neue Ausstellung. In 5 Schauvitrinen wird hier das Leben der Vögel in ihrer natürlichen Umgebung nachempfunden. Die erste Vitrine zeigt das Leben der Tiere in Parklandschaften, wie zum Beispiel rund um die Wasserburg zu Seebach. Die zweite Vitrine zeigt das Leben der Waldvögel, wie zum Beispiel dem Schwarzstorch und den Spechten. Die dritte Vitrine zeigt das Leben der Tiere an Teichen, Seen und Flüssen. Tiere, die in menschlicher Umgebung leben, wie die Singvögel, die Katze oder auch der Marder, werden in Vitrine 4 gezeigt. Das Leben der Tiere in Feld und Flur wird in der letzten, der 5. Vitrine dargestellt.
Eigentlich ist jede einzelne Vitrine ein Kunstwerk für sich. Man kann minutenlang davor stehen und wird immer wieder neue Details entdecken. Eine Besonderheit, die hier leider nicht gezeigt wird, birgt die neue Ausstellung aber dennoch. Während der Brutzeit können hier in der neuen Ausstellung über einen Monitor einige der unter dem Dach der Vogelschutzwarte brütenden Vögel beobachtet werden. Dies geschieht durch Live-Kameras, die vor der Brutzeit installiert wurden und die Vögel bei ihrem Brutgeschäft nicht stören. Ebenfalls von der Kaminhalle aus zu erreichen ist der blaue und grüne Salon und die Eierausstellung. Während der blaue Salon vorwiegend für Konferenzen, aber auch für Feiern genutzt wird, sind im grünen Salon ornithologische Instrumente und Fachliteratur zu finden. Einige Bilder der Familie Berlepsch und Tierpräparate runden das Bild ab. Natürlich werden sich einige von Ihnen fragen, was sind das für Instrumente? Was sind das für Bücher? Warum sehen einige Tierpräparate so komisch aus? Antworten darauf geben Ihnen die ehrenamtlichen Gästeführer, die Sie gern durch die Burg begleiten. Im Rahmen dieser Führung lernen Sie die Geschichte der Wasserburg Seebach kennen, die einzelnen Ausstellungen werden erklärt und es wird Ihnen ein kurzer Einblick in die Arbeit der Vogelschutzwarte gewährt. Nicht zuletzt aber erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und Wirken des Freiherrn von Berlepsch. Mit diesen Bildern verlassen wir den grünen Salon und begeben uns in die Eierausstellung. Diese Ausstellung zeigt einen Querschnitt von Vogeleiern aus der ganzen Welt, von Europa über Asien, Afrika bis nach Amerika. In liebevoller Kleinarbeit wurden auch die kleinsten Eier angeordnet und beschriftet. Unterschiede beim Nestbau und in den Gelegeformen werden gezeigt, die unterschiedlichen Eiformen ausführlich beschrieben. In den vier Wandvitrinen werden unter anderem Eier von Entenvögeln, Sperlingsvögeln, Alleenvögeln und Greifvögeln gezeigt. Die Vitrine in der Raummitte zeigt unterschiedliche Nest- und Gelegeformen. Ganz Neugierige haben die Möglichkeit, einige Eier auch einmal selbst anzufassen. Die Gelegenheit, zum Beispiel ein Straußenei in den Händen zu halten, bietet sich nicht sehr oft. Die Ausstellung, die wir über die Kaminhalle erreichen, lassen wir hinter uns.
Über die steinerne Wendeltreppe im Südturm geht es hinauf unters Dach. Hier befinden sich neben Lagerräumen das Berlepsch-Zimmer und die alte Ausstellung. Mit dem Berlepsch-Zimmer in seiner schlichten Einrichtung wurde der persönliche Rückzugsort des Freiherrn von Berlepsch nachempfunden. Nach dem anstrengenden Aufstieg kann man hier ein wenig verschnaufen. Durch die Gästeführer werden derweil oft und gern Geschichten aus dem Leben des Hausherrn erzählt. Trotz oder gerade wegen der allgemeinen Schlichtheit des Raumes ist der zweitürige bemalte Kleiderschrank ein absoluter Blickfang. Der Kachelofen mit seiner Sitzbank gibt den Raum eine warme Atmosphäre. Er ist aber nur angedeutet und als Heizung nicht nutzbar. Kommen wir nun zum letzten Raum, der in der Wasserburg Seebach besichtigt werden kann. Die alte Ausstellung. Sie ist auf einem Dachboden gleich dem Berlepsch-Zimmer untergebracht. Neben Schauvitrinen mit unter anderem Greif- und Wasservögeln kann man hier das alte Ziffernblatt der Turmuhr mit dem Hutloch sehen und einen alten Kanonenofen bewundern. Was? Wir müssen ja eh noch. Denk mal dran, wir waren in der Vogeleierausstellung, glaube ich. Ja, die Eier. Wir sind Eier. Und der Anfe, der hat sich ja irgendwie ein Onkel oder so, der hat sich ja mit Bienen beschäftigt, mit den Waren und was da nicht alles. Ich bin immer Eier beschäftigt. Zu den hier gezeigten Exponaten zählt unter anderem dieses Tarnnetz mit Fotoausrüstung zur Vogelbeobachtung und die illegalen Käfige, Fangnetze und Vogelfallen. Viele Besucher stellen sich die Frage, wie zum Beispiel eine recht schwer und groß wirkende Eule fliegen kann. Die Antwort darauf ist einfach. Ihre Knochen sind hohl und sehr leicht. Wie leicht diese Tiere sind, kann man hier in der alten Ausstellung selber testen. Faszinierend ist auch, wie weich das Gefieder dieser Tiere ist. Hier in der alten Ausstellung, in Höhe des Fußbodens an den Außenwänden, befinden sich auch einige mit Kameras ausgestattete Brutkästen.
Durch den schon erwähnten Bildschirm in der neuen Ausstellung kann man die Vögel live bei der Brutpflege beobachten, ohne sie zu stören. Die Monitore hier oben dienen zum Einrichten der Kameras. Um die Vögel nicht zu stören, sollte gerade während der Brutzeit unnötiger Lärm in den Ausstellungsräumen vermieden werden. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die vom Baron Berlepsch patentierte Nisthöhle. Ihr Grundaufbau und mögliche Varianten werden in der alten Ausstellung ausführlich gezeigt. Wir sind am Ende unseres kurzen Besuches in der Vogelschutzwarte zu Seebach angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann kommen Sie doch selbst einmal nach Seebach. Eine Führung durch den wunderschönen Park und die Wasserburg dauert etwa 2,5 Stunden. Auch an Wochenenden und an Feiertagen stehen Ihnen die ehrenamtlichen Gästeführer gern zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Der Verein der Freunde der Vogelschutzwarte Seebach e.V. würde sich jedoch über eine kleine Spende zur Erhaltung der Burg und der Vogelschutzwarte freuen. Weitere Informationen, zum Beispiel zu den Öffnungszeiten, erhalten Sie über die Internetseite der Vogelschutzwarte, über die Touristinformationen der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza oder über www.vsw-seebach-tp.nh.de. Woo-hoo!